Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Heute zu den Neuerwerbungen des Monats August 2022. Mein Name ist Norman Weiß. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe hier 2, 4, 6, 7 Bücher. Davon sind allerdings 2 als Rezensionsexemplare hier eingetroffen und mit denen möchte ich beginnen. Einmal hat mir der Wallstein Verlag ein Buch von Hasan Hasanovic zugeschickt, Srebrenica überleben. Da geht es um das Massaker von Srebrenica im Jahre 1995. Es ist der persönliche Bericht eines bosnischen Muslims, Hasan Hasanovic, über diesen Völkermord und über die Zeit des Bosnienkriegs. Der Autor schildert, wie mit beginnendem Krieg Misstrauen, Hass und Gewalt in die örtliche Lebenswelt Einzug halten. Und es geht um den Alltag dieser Zeit und dann eben um den Völkermord. Ein Buch, das ich mit Interesse lesen werde. Der Eichborn Verlag und der wichtige Mitarbeiter Uwe Kalkowski haben mir dieses Buch geschickt von Annabel Waba, Chamäleon, ein Buch, das ich bereits gelesen habe, zu dem ich auch bereits eine erste Einschätzung abgegeben habe und im Lesemonat ausführlicher Stellung nehmen werde. Es bleiben Bücher, die ich mir gekauft habe, alle spontan bei Buchhandlungsbesuchen entdeckt und mitgenommen. Eliette Abekassis, eine unwahrscheinliche Begegnung, habe ich schon gelesen, habe ich auch schon was zugesagt, werde ich, wie eben schon erwähnt, auch im Lesemonat noch einmal darauf eingehen. Alain-Claude Sulzer, Doppelleben, erschienen bei Galliani. Erzählt von den letzten Jahren der zwillingsgleich lebenden Brüder Goncourt und vom Doppelleben ihrer Haushälterin. Er entwirft dabei ein großartiges Zeit- und Sittengemälde von Paris im Zweiten Kaiserreich. Edmund Edel hat das nächste Buch geschrieben, Berlin W. Ein paar Kapitel von der Oberfläche. Rund um den Kurfürstendamm lässt sich um 1900 eine neureiche Gesellschaft in komfortabel ausgestatteten Behausungen nieder. Demonstrativer Konsum gehört hier zum guten Ton. Die richtigen Möbel, das richtige Porzellan, die richtigen Reiseziele und Sommerfrischen, die richtigen Freizeitbeschäftigungen und die richtige Kunst und Literatur. Alles unterliegt dem Spiel der Mode. Ich weiß gar nicht, was dieser kritische Tonfall soll. Daran hat sich bis heute in wesentlichen Teilen nichts geändert. Der renommierte Plakatgestalter und Illustrator Edmund Edel beschreibt in seinem literarischen Debüt dieses Treiben an der Oberfläche mit bösem und zugleich liebevollem Humor. 1906, erstmals erschienen, eröffnet Berlin W. das Panorama einer im Luxus schwelgenden Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts und gibt Einblicke in die Anfänge der modernen Konsumkultur. François Truffaut, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Das vielleicht aufschlussreichste Filmbuch überhaupt, erstmals in vollständiger Taschenbuchausgabe. Das beruht auf Interviews, die Truffaut mit Hitchcock gemacht hat. Und gelegentlich gucke ich ja bei Wolfgang Schmidt die Filmanalyse und da wird immer wieder mal erwähnt, dass dieses eines der Bücher sei, das man lesen solle, wenn man sich über Filme informieren wolle. Und das will ich und das soll ich dann auch. Und das werde ich dann auch irgendwann mal machen. Jedenfalls ist das Buch jetzt hier. Und schließlich Damon Galgut, der gute Doktor. Galgut ist mit Kotze der herausragende Vertreter der weißen südafrikanischen Literatur. Und das ist eine intensive Geschichte über eine Freundschaft, die von Verrat überschattet wird. Ich bin neugierig, mit diesem Buch den Autor kennenzulernen. Und dann habe ich mir natürlich, weil es dort auslag aus der Buchhandlung, diese Broschüre mitgenommen, die Leseproben über die
für den Buchpreis nominiert. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Da kann man sehen, was davon man vielleicht in die engere Wahl ziehen sollte. Ich will jetzt hier kein Buchpreis-Bashing betreiben. Wer bin ich, das zu tun? So viel zu den Neuzugängen. Eine, wie ich finde, ganz breite, ganz interessante Mischung. Die Frage ist natürlich immer, wie, wo, wann werden diese Bücher gelesen? Mal sehen, kann ich sagen, aber andererseits von 7 habe ich bereits 2 gelesen. So schlecht ist die Bilanz gar nicht. Das heißt natürlich aber auch, Spoiler Alert, dass ich das, was ich mir so vorgenommen habe, hier zu sehen, natürlich nur in Ansätzen geschafft haben werde, wenn der Lesemonat fällig ist. Aber that's life. Und wie sagt der Kanzler, you'll never walk alone. Ich weiß, das geht vielen von euch so. Und damit können wir doch alle ganz gut leben. Oder etwa nicht. Das war's für heute. Viel Spaß weiterhin. Immer mit einem guten Buch und vor allem gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin dann. Tschüss.